Hallo Welt, da sind wir wieder hier an der Baustelle und wir helfen den Flüchtlingen. Und die liebe Sarah ist auch da. Hallo liebe Sarah. Ja, hallo Richie, hallo YouTube. Ja, ich bin auch da. Wir schleichen, weil eine Zombie-Horde da oben ist, mit denen wir uns jetzt nicht anlegen wollen. Nein. Na, that's heavy. Und ich habe reichlich Material hier gefunden. Ich habe es mal in deinen Kofferraum gepackt. Ach, ein Zombie scheint uns gewittert zu haben. Ja, nicht, dass der den anderen noch anlockt. Hast du hier überall... Ja, hier hast du scheinbar überall geguckt. Benzin war nicht dabei. Muss ich gleich nochmal gucken. So. Den habe ich weg. Gut, die Horde ist weitergezogen. Außer noch zwei zurückgebliebene. Was haben wir denn? Material haben wir. Medikamente und Material. Der Chava hat noch was auf seinem Rücken. Gib mir deine Backsack. Ja, Benzin habe ich auch. Oh gut. Sack Benzin aber. Wow. Das würde ich jetzt gerne in richtiger Grafik sehen. Da hing nämlich richtig die Niere raus oder so. Aber nicht zu machen bei mir. So, unser Ziel war es dann zu der nächsten Basis zu fahren. Ja, ist das richtig? Wie nächste Basis? Ach, waren wir nicht unterwegs hier oben zu der Basis, meine ich? Wir haben Zombie-Bedrohung zu Hause. Ach so. Ich dachte, wir hätten hier die Kopfstampfer oder sowas gehabt, dass wir uns da melden sollten. Wegen dem Vermächtnis und so. Siehst du das auf der Karte? Bestimme das Vermächtnis deiner Gemeinschaft. Ja, aber was anderes sehe ich jetzt auch nicht. Überlebendenaktivität und Zombie-Bedrohung zu Hause. Aber ich meine, in der letzten Folge hatten wir doch, meine ich zumindest... Deswegen sind wir ja hier oben, dass wir da auf dem Weg waren. Ja, keine Ahnung. Ist irgendwie jetzt weg. Zu der alten... Sollen wir erstmal nach Hause. In 5 Minuten beginnt da was. Ja. Also wieder zurück, dann links, 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 geradeaus und wieder links am Ende und brauchst du ein Reparaturkit? Ja, aber ich glaube, ich komme auch so durch, wenn ich da jetzt... Nee, der ist bald. Ja, aber wenn ich jetzt nicht viele überfahre, dann müsste das eigentlich klappen. Wenn ich sage, Bescheid, bei mir ist eins. Gut. Dann los, ich folge dir. Ja. Nur, wenn ich nicht viel überfahre, da war schon der erste. Ich bin ein bisschen schneller als du, glaube ich. Ja, ja. Oh doch, Auto hört sich nicht gut an bei mir. Vorsichtig fahren. Hörst du mein Auto auch, wie das quietscht? Ja, ja, in der Ferne. Also das Auto, was ich habe, hat Grafikprobleme. Aha. Das flackert zwischendurch. So viele Zombies hier. Da ist der letzte Rest. Lauf doch nicht einfach über die Straße. Die laufen manchmal. Ja, manchmal laufen die einfach so über die Straße. Schaut doch rechts und links, Mensch. Ja.
So, ich darf jetzt auch keinen mehr überfahren. Mein Auto qualmt mich jetzt auch. Oh. Ja. Soll ich warten? Nee, fahr ruhig. Ja, meiner macht auch nette Geräusche jetzt. Na komm, Auto. Ja, jetzt schwarze Quallen. Komm hier weg. Zombie. Oh, so viele Zombies auf der Straße. Wir müssen das Auto hier mal wegschaffen, das da im Weg steht. Oh nein! Oh, mein Auto ist kaputt. Jetzt habe ich auch schwarzen Qualm hier. Ganz kaputt, soll ich dich abholen? Vielleicht kann ich das noch reparieren. Okay. Wenn es aufhört zu brennen. Ja, jetzt ist es explodiert. Super. Ich hole ein anderes Auto und hol dich ab. Wo brennt der Zombie? Auch gut. Hör auf zu schießen. Ist hier Benzin drin? Oh, wenig. Ist irgendein Auto aufgetankt hier? Warte, ich kann das Auto reparieren. Ach so, schaffst du. Oh, gar nichts mehr an Benzin hier drin. Oh, hier ist was drin. Ich könnte dich abholen, wenn du willst. Nee, mein Auto ist repariert. Aber da ist noch ein anderes Auto hier, wo ich stehe. Ein Jeep. Ich guck mal gerade. Oh, hier ist sogar Benzin drin. Ich krieg die Tür hier nie zu. So. Ach, dann lasse ich die auf jetzt. Ja, das ist von alleine zugegangen. Also hier würde ein Jeep stehen. Ich muss in diese Richtung gehen, weil ich sonst angekettet werde. Ja. Nein, ich habe gar nicht gedrückt, dass ich darüber springen will. Ich bin einfach nur gelaufen. So, ich komme. Ja. Ja, wir sind ja gleich da. Na, die machen das ja eigentlich schon alleine ganz gut. Ach, da bist du ja. Und schnell bist du auch. Keep the celebration short. We got work to do. Hat wohl geklappt hier. Muss mir eine Waffe holen. Juhu.
How about some quiet? The dads may be dead, but they can still hear us. Ja, ich muss meinen Charakter wechseln. Meine Alex ist total am Ende. Ah, ich habe hier noch Behälter mit Chemikalien. Die konnten wir... Ach, die haben wir gefunden, glaube ich. Und Samen. Weiß ich nicht, haben wir die schon geteilt? You'll have to see the problem for yourself. We sure could use an assist. Good to see you're still kicking. Zu viele Infektionserholungen, ja. Das machen wir gleich. So, Chava, du bist, Ach, jetzt voll. Dich leere ich mal und dann kannst du dich aus. Ach, du hast ja eh nix. I've got some bad news about one of our trade partners. Can we talk in private? Huh? What's up? Du, sei nämlich so ein Händler-Habgier. Ja, wechseln. I'm on the way. So, ich bin mit Hava als Begleiter wegschicken. So, wen nehmen wir denn dann mit? Weil er ist müde, er soll sich ausruhen. Wo sind die denn alle? Ich weiß nicht. Keiner da? Bei mir sind alle krank. Bei mir haben alle die Seuche, aber hoffentlich nicht so schlimm. Pagan. Achso, erstmal gucken, was die so können. Ja, die könnte noch ein bisschen rumrennen. Verstohlenheit, Sturmangriff. Aha. Oh ja. Megan ist, glaube ich, ganz gut. Die kann noch einiges vertragen. Die nehmen wir mal. Megan. On my end's prepper plan, there's a string of numbers next to BOV. The numbers look like GPS coordinates. So, was nehmen wir denn mit? Molotow-Cocktail habe ich noch. Och, keine vernünftige Waffe hier. Nahkampfwaffen findet man aber auch nicht mehr so oft jetzt, oder? Nee. So, Moment. Okay. Atollkit könnten wir gebrauchen. We've all lost more friends than we can count. But even as we keep marching forward, it's okay to look back and remember the dead. Our grief. It's what makes us human. Oh, hi there. We've been on our own for too long. Might as well be part of the network. Ach, wie war es noch mit Toolkit? Viele Ersatzteile. Und dann in der Werkstatt kann man das herstellen. Werkstatt. Andere Seite. Nein, da auch nicht. Wo ist denn die Werkstatt? Da. Keine Nahkampfwaffen mehr zum Verwerten. Was können wir denn sonst auseinandernehmen? Nichts. Ich kann nur Sprengstoff und so herstellen. Will ich aber nicht. Doch, da. Okay. Hätte ich gern noch eins.
So. Dann hätten wir das erledigt. Schauen wir noch, ob ich ein paar Pfeile mitnehmen soll. Hast du zufällig noch ein paar Ersatzteile? Ja. Und damit ich die Machete hier wenigstens reparieren kann. Heya. Und 26, wenn es geht, bräuchte ich. Okay, Moment. Ersatz. Oh, so viele? Brauchst du die nicht? Ja, man kann die nur so in so einem großen Pack immer rausnehmen. Ach so, soll ich den Rest zurückgeben oder soll ich meine Waffen jetzt damit alle reparieren? Ja, reparier mal. Okay. Reparieren. Ah, das ist auch so teuer in der Reparatur. 26 für die Machete hier. Ah, ich gebe dir den Rest lieber zurück. Ich finde, das ist irgendwie zu teuer in der Reparatur. Dafür, dass man jetzt keine mehr findet. Alles 26 kostet das zur Reparatur. Ja, hier sogar 31. Was brauchst du denn für eine Waffe? Nö, ich habe eine Machete jetzt genommen mit... Was ist das? Ja, Machete. Klingenwaffe. Klingenwaffe. Ah, ich schmeiße die wieder zurück. Ich finde, das ist... ein bisschen zu teuer. Oder soll ich lieber ein paar Toolkits noch herstellen? Ich habe jetzt zwei hergestellt. Eins für dich, eins für mich. Also, du gehst zum Ausgang scheinbar. Möchtest du? Dann behalte ich die erstmal. Dankeschön. Welches Auto möchtest du denn? Der Jeep sieht noch sehr heile aus. Das Grüne war hier eigentlich ganz gut. Wenn man das reparieren kann hier. Der Flitzer. Naja, der Flitzer ist übertrieben. Das kleine, wendige. Kaputte. So. Ich pack die alten Benzin im Kofferraum. Oh, danke. Ach so, ich habe den einen Kofferraum, da habe ich auch so die Hälfte von den Sachen reingemacht, die wir da gefunden haben letztens. Okay. Gut, das hätten wir. Was machen wir denn? Nein, als nächstes. Händler Habgier. Das ist unsere nächste Mission. Da ist und dann das. Später muss ich externes Ziel, die guten Samariter, schlechte Nachrichten, Nachbarn. Okay. Aber wir machen jetzt erstmal die Mission, die wir für Mary haben. Ja. Im nächsten Part. Ja, genau. Dann bedanken wir uns fürs Zusehen. Ja, für eure Kommentare und für eure Likes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.